Können wir es von hier kaputt hauen? Nee. Natürliche Steinmauer. Nö. Ja, aber guckt euch das mal an. Die Linie da. Das kann ich da einfach durchlaufen? Nee. Gegen Schlagen? Was ist denn zu stark die Keule? Serviceable. Hilft nichts. Beschädigt. Beschädigt. Nur noch serviceable. Also nochmal. Ich muss hier schneller machen. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. Nee. Könnte da überhaupt irgendwas sein? Ja, könnte. Der Fragezeichen. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn jetzt hier irgendwas ist. Wir kriegen es nicht auf. Denn wir müssten den ganzen Weg nochmal hierher laufen, sobald wir irgendwas anderes gefunden haben. Dietrich? Kein Schloss. Kein Schloss. Kann man nicht benutzen. Benutzt mal einen von den Schrifträumen, wo wir nicht wissen, was sie machen. Oh. Nachtsicht. Okay. Ja, du siehst eine unsichtbare Tür. Du benutzt eine unsichtbare Tür. Ah, also man muss hell genug Licht haben, um Türen überhaupt sehen zu können. Das, ja. Grüfte des Stygienabyss. Klick. So, wir können Licht jetzt auch ausmachen. Wir haben eh Nachtsicht. Sehr schön. Und gut, dass wir die Schriftrolle hätten. Ich wäre da so nicht drauf gekommen. Na. Klick. Auch wieder alles total verwinkelt. Was haben wir hier? Oh, ein Geist. Hallo, du. Komm schon. Ein, zwei Treffer brauche ich nur für dich. Ein Treffer. Komm, 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 komm. Zwei. No. Wo musst du hin? Geist ist weg. Ah, da bist du. Einfach so verschwunden, der garstige Kerl. Nee, 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 nicht fliehen. Oh, Schlittergarten zweiter. Und kaputt. So, irgendwas dabei? Nö. So, was haben wir hier? Hier liegen die Gargoyles, die in der großen Plage, kurz nach der Gründung der Kolonie, gestorben sind. Ihre Aufopferung für die Kolonie wird niemals vergessen werden. Obwohl keine Gargoyles mehr in dem Abyss leben werden, werden wir ihre Opfer gedenken. Wenn Kabirus jedem der humanoiden Rassen einen Talisman gegeben hat, dann vielleicht auch den Gargoyles als Grabbeistätte, Gabe. Oh oh. Was zur Hölle bist du? Das sind aber keine Zauberrunen. Oder sie sind verschlüsselt oder verschleiert. Und du? Unbekannt. Also wenn man sich das linke jetzt anguckt zum Beispiel und diesen Schnörkel in der Mitte rausnimmt und anders ranhält, dann könnte das eine Rune sein, die wir haben. Das in der Mitte, keine Ahnung. Das Einzige, was da ein bisschen irritierend ist, ist das Plus unter den drei Kreisen. Mal
Gut, gucken wir uns die andere Kamera an. Da ist nichts an der Wand, da ist eine Armbrust. Komische Gargoyle-Gesichter. Schnörkel. Totenkopf. Und Serviceable Crossbow. Nö, bleibt er liegen. Na gut. Hier dürften noch mehr als genug andere Gifte sein. Mehr als genug andere Gifte. Oh. Irgendwie wachen hier alle auf. Oder haben die wirklich lange geschlafen? Oh, ich glaube, von hinten haut uns auch noch einer. Genau. Komm schon. So, kaputt. Umgucken. Sir Stormwack. Ein Tower Shield. Ist bestimmt besser als der Buckler. Du kannst mal weg. Aber erstmal ist eine Grabbeigabe. Zweitens haben wir kein Gewicht über. Und ich denke nicht, dass das das Schild des Avatars war, das wir finden sollen. Also eins der Talismane. Hinten ist ein Beutel. Sir Sewell. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Das darf da liegen bleiben. Scaling Walls. Kunst oder Wissenschaft? Da steht gar keine, kein Mantra bei. Hm. Okay. Du kommst wieder mit. Ich hoffe mal, dass wir das nicht irgendwo brauchen. Also wir haben jetzt ja schon recht viele von diesen Diebesbüchern gefunden. Wo sind irgendwelche Mantras oder dergleichen beistanden? Ich hoffe nicht, dass wir alle davon brauchen, um irgendeine Quest zu erfüllen. Da müssten wir sehr weit zurücklaufen und den Boden abklappern. Du bist Lady Gwitha mit einer Axt hier hinten. Sonst nichts. Und Sir Nock mit einem Morgenstern. Serviceable Jeweled Mace. Die wird im Namen unserer Queste mal konfisziert. Da habe ich auch nicht so wirklich viel Skrupel. Also ja, sowas wie Tränke und so weiter sind nicht wirklich wichtig. Aber eine Waffe, die uns wirklich aktiv hilft, unsere Queste zu beenden, ist das schon besser. Und das gleiche würde ich auch beim Schild machen, wenn es nicht zu schwer wäre. Obwohl, warte, wir könnten die beiden hier... Wie viel wiegst du, Schild? Naja. Dich? Das ist immer noch zwei. Nee, komm, das Schild lassen wir da. So, was sagt die Karte? Karte sagt, da geht es auch noch weiter. Also Richtung Osten und Norden. Ah, da steht jemand. Achso, Skelett. Kaputt. Oh. Mir fällt gerade ein, vielleicht ist ja eins der Skelette nicht wirklich bösartig. Wir sollten diesmal warten, bis wir uns angreifen. Also vielleicht ist ja eins der Skelette ein nobles Skelett von Sir, so wie noch. Und dann draufhauen wäre der nicht so toll. Komm schon. Oh, nicht den Grabstein hauen. Wir haben dem einen schon seine Waffe geklaut. Wir müssen hier noch andere Grabmäler einfach so zerstören. Das hat wirklich nichts mehr mit der Queste zu tun. So. Komm schon. Apropos Queste, wir müssen auch noch einen goldenen Kyras finden. Wir haben echt so dermaßen viel zu tun. Aber ja. Ein Tag im Leben des Avatars. Also eher drei Monate im Leben des Avatars bisher.
So lange sind wir locker schon hier unten. Wenn wir die ganzen Schlafpausen mit einberechnen, um Essen zu beschwören und Mana wieder zu bekommen, was weiß ich. So, kaputt. Ein Trank. Wieder diese komischen Runen, aber ich glaube langsam, das ist echt nur Deko. Überreste von dem einen Skelett, okay. Oh. Ein Griff. Du kommst mit. Du gehörst bestimmt zum Dingens. Unbekannt. Ja, jetzt haben wir den Griff und ich habe den Verdacht, dass die Klinge oben bei den Echsenmenschen irgendwo ist. Da wurde nämlich schon mal davon gesprochen, als wir den Echsenmenschen-Anführer tot gefunden haben. Obwohl der etwas von einem Zauberer gesprochen hatte. Also vielleicht der Zauberer hier auf der Ebene, die Klinge. Aber das ist alles ganz schön verwoben. Finde ich aber auch sehr interessant, dass man wirklich über mehrere Ebenen denken muss und nicht jedes Rätsel auf derselben Ebene gelöst werden kann. So, Westen. Und hier lang. Die letzten Türen. Oh, Skelett. Du bist böse. Kaputt, kaputt, kaputt. Hey, warum bist du immer noch grün? Du bist kein normales Skelett. Oh. Oh, du springst einfach von grün auf tot. So, Lederbeinlinge. Nein, Plattenbeinlinge. Aber die sind badly worn. Das heißt, wir werden sie nicht hinbekommen. Und wir haben auch nicht das Gewicht dafür über. Plate Boots. Chain Boots. Können wir. Ah, doch, können wir anziehen. Sehr gut. Kein Name. Also ja, wir müssen unbedingt die platten Beine. Plate Legs. Ah, das im Gewicht ist so ärgerlich. Und das alles nur, weil ich beim Charakter generieren den erstbesten Charakter genommen habe. Also keinen Safe Scumming betrieben habe, wie man das normalerweise wohl machen sollte. Was ich ein bisschen albern finde. Aber ja. Und nix. Jo, ich denke mal, was wir hier finden sollen, war eigentlich nur der Schwertgriff. Und vielleicht noch hier irgendwo irgendwas. Nee. Okay. Raus hier. Oh, eine Tür war hier noch, stimmt. Da geht's hoch. Okay. Wusste ich's doch. Tür. Komm schon, gib mir irgendwas ganz Tolles. Hier liegt Sir Kabirius. Kabirius. Das ist definitiv toll. Weil hier bestimmt ein Teil von dem Artefakt, von dem Talisman ist. Ein Zepter. Ein Schädel. Sir Kabirius. Möge er in Frieden ruhen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sir Kabirius das Zepter klauen soll. Was sagen unsere Notizen? Ne, weiter hoch. Zepter gehört nicht dazu. Ne. Ein hoch. Da. Sir Kabirius. Zepter. Vor allem hat es auch keinen besonderen Namen. Das heißt, wenn ich es jetzt mitnehme und später in eine Rumpelkammer schmeiße, dann werde ich nicht wissen, was gemeint ist. Möge er in Frieden ruhen.
Na gut, wir haben das gefunden. Oh, warte, wir können vielleicht ihm zu Ehren die Melodie spielen. Benutzen. Du. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. Ja. Versuch was wert. So, und hier wäre der eigentliche Hochgang. Wohin auch immer. Wo sind wir? Was? Zur Hölle? Da geht's runter. Und hier sollten wir eigentlich gar nicht hinkommen. Okay. Das ist doch mal ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder und erforschen das Gebiet hier, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen sollen. So auf normalen Wege. Bis gleich.